Ja, hallo, willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Diesmal geht es um Kungalan 3, die Kanonen von Galone. Die Neuausgabe, diese Fassung ersetzt quasi die beiden Folgen 3 und 4 der Erstausgabe von 2009 und enthält gegenüber diesen noch ein paar neue Szenen und ist aber insgesamt vor allen Dingen komplett also tontechnisch überarbeitet worden, also neu gemischt worden. Es sind neue Soundeffekte dazu gekommen, neue Musik. Das Ganze ist ein komplett rund erneuertes Hörspiel. Und auch ja, Leute, die halt das Original vielleicht schon kennen, können hiermit durchaus ihren Spaß haben. Und wer halt die alten Folgen noch gar nicht kennt und vielleicht auch nicht bekommen hat oder halt jetzt erst in die Serie einsteigt, ja, für den ist Kungalan 3, die Kanonen von Galone, die Neuausgabe, denke ich mal, die beste Wahl. Ja, die CD ist im typischen Kungalan-Look. Man sieht hier vorne halt den Schriftzug, das Bild. Also hier sieht man Bor Toss, wie er gerade die Shrill-Izo-Macht beschwört. Deswegen glüht seine Hand. Er hält hier nicht einen radioaktiven Brennstab in der Hand, wie manche gemeint haben. Nein, das soll also quasi quasi die sich anbahnende Shrill-Izo-Macht sein, die er dann anschließend entlädt. Was dann passiert, das könnt ihr euch im Hörspiel dann anhören. Ja, auf der Rückseite sieht man hier, wie bei allen bisherigen Neuausgaben, oben einige unserer Hauptsprecher, also angefangen von Bernd Rumpf, über Per Augustinski, Jo Weil, Nicole Engel, Heiko Obermöller, Tom Jacobs und hier als letzten in der Reihe der Peter Nordmeier, der halt auch in dieser Folge wieder mitspielt als fieser Kommandant Lasfare. Ansonsten hier eine Inhaltsangabe, Tracklisting und so weiter. Ich mache die mal auf, beziehungsweise ich habe hier eine bereits geöffnete CD. Hier sieht man, wenn man die jetzt aufklappt, das Innenleben. Ja, also hier eine weitere Hand, die glüht. Das ist das Artwork, das ursprünglich für die dritte Folge der Erstausgabe verwendet wurde. Das haben wir nochmal benutzt, eigentlich in einer großen Ausschnittvergrößerung. Das ist die Hand von Dai Arkan, wie er gerade die Shrill-Izo-Macht beschwört. Bei den Bösen ist es halt grün und bei den Guten leuchtet es eher ins Bläuliche. Ja, wenn man die CD rausnimmt, ich mach das mal hier so. Dann sieht man, dass das ganze Innenleben im Grunde ja eine große Grafik ist, die sich durchsetzt oder durchgängig ist. Also einmal hier quasi der Hintergrund des CD-Trays bildet hier mit diesem Teil des Booklets eine Einheit, sodass wir also eine große ja, Widescreen-Grafik haben. Hier sehen wir unsere Helden an Bord der Luftfestung, wie sie, kann man es hier, glaube ich, ganz gut erkennen, wie sie hier von feindlichen Dergern angegriffen werden. Und hier im Dunkeln steht schon Dai Arkan bereit, um halt sich ein Duell mit Bor Toss zu liefern, der hier vorne im Vordergrund steht. Dieser Teil des Artworks war ursprünglich auch auf dem Cover der CD der Erstausgaben. Wir haben, wie gesagt, das jetzt ein bisschen grafisch anders gemacht. In der neuen Version sieht man ja quasi diesen Teil hier vorne in der Ausschnittvergrößerung. Ja, machen wir mal hier, oder nehmen wir mal hier das Booklet raus. Das ist ein ganz normales Booklet. Innen drin sieht man hier die Liste der Mitwirkenden. Unten nochmal eine kurze Auflistung des technischen Personals, also wer den Schnitt gemacht hat, die Aufnahmen und so weiter. Und auf der anderen Seite hier das Impressum, also sind halt Angaben, die man vom Gesetz wegen her machen muss, also wer das Ganze hergestellt hat und wer im Zweifelsfall dafür verantwortlich ist. Und unten etwas, das kennt ihr auch von anderen Veröffentlichungen der Neuausgaben schon, etwas Werbung noch für den ersten Teil, den es natürlich nach wie vor auf CD gibt. Ja, das ist, sagt das Booklet. So, ich pack das hier mal wieder rein. So, ja, Kungalan 3 in der Neuausgabe, wie alle unsere CDs, kostet die jetzt auch 9,95 €. Ihr bekommt das Ganze natürlich auch als Download bei verschiedenen Anbietern. Wer die CD sammeln will, wie gesagt, kann die bei uns oder bei dem Buchhandel und über andere Quellen bekommen. Insgesamt bin ich mit der Veröffentlichung sehr zufrieden, weil wir jetzt eine runde Sache haben. Alle
ursprünglichen Folgen sind jetzt mit der Veröffentlichung des dritten Teils wieder auf CD zu haben. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, quasi nach vorne zu schauen, nachdem also die alten Ausgaben rund erneuert, verbessert wurden, erweitert wurden und wir der ursprünglichen Idee von Kungalan dadurch sehr viel näher gekommen sind, können wir uns jetzt nach vorne bewegen. Aber wie gesagt, für jeden, der eben Kungalan sammelt und eben wissen möchte, wie eben die Abenteuer ausgehen oder die ersten Abenteuer ausgehen, für den ist halt Kungalan 3, denke ich, die richtige Wahl. Und ja, lasst euch mal überraschen, wie es denn dann demnächst weitergeht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr zukünftig keine neuen Videos mehr von mir. Und ansonsten freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr meine Videos liked und teilt. Und vergesst nicht, Orland, das ist großes Kino für die Ohren.